Hallöchen, Popöchen, liebe Freunde, hier ist euer MacGyver und wir schauen uns heute mal eine Hip-Kinder-App an. Ich habe die mal gedownloadet und ich werde mir heute mal ansehen, was hier so Sache ist. Ich habe noch keine Ahnung, was das hier überhaupt ist. Tauche in der Abenteuerwelt und entdecke tolle Lern- und erlebe spannende Geschichten. Hier haben wir dann den Krachmacher, Apfelschnitzel, Käsefüchschen, Eiszapfen und Drachenriegel. Ich schaue mir mal den Krachmacher an. Level 1, Spiel starten. Ich bin gespannt, was es ist. Kann ich den Sound jetzt überhaupt machen? Ich habe irgendwie nur Wecker. Ach, so einfach ist das. Wunderbar, hurra, du hast es geschafft. Auf zur nächsten Runde. Und wir passen wieder auf. Ist auch einfach. Wunderbar, auf zur nächsten Runde. Hurra, ich habe es geschafft. Und wir schauen uns das nächste an. Und ich bin mal Level 1 und. Oh, das ist gut. Wunderbar, Level 2 geschafft. Ist ja witzig, aber wirklich. Man muss es nur laut machen und ich höre das durch ein Headset. Das haben wir, da komme ich auch schon an. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist irgendwie einfach. Und ich bin Level 3 und damit gehe ich zurück zu meinen Spielen. So, das war mal nett. Das war das Krachmacher anzusehen. Das war ganz schön witzig. Kannst du damit sich natürlich auch mal downloaden, wenn sie mal gerne was spielen möchte. Und hier sehen wir das nächste. Das ist Level 1. Wir sehen das hier. Kannst du gut zielen? Überwinde die Hindernisse, um Ela Eichhörnchen mit Apfelschnitzel zu versorgen. Okay, wir starten mal das Spiel. Wir schauen uns das an. Oh, jetzt müsst ihr das andersrum halten, das Tablet. Okay, wir schauen uns das an und ja. Wir versuchen das denn jetzt mal zu machen und. Oha! Gefangen! Oh, das ist ja leicht. Bitteschön! Und eins machen wir noch. Nicht ganz so doll vielleicht. Hep. Oh, nicht gefangen. Und machen wir jetzt so. Hep. Oh, zu weit. Und hep. Super. Hi, du musst jetzt aber fangen. Komm. Hallo? So, jetzt habe ich das. Sehr schön, Level 2 bin ich. Jetzt müsste ich hier über höhere Hindernisse. Super. Das war ein bisschen zu doll. Schön runter, schön, dass er hochfliegt und er hat ihn gefangen. War zu doll, nicht zu viel, das war zu wenig und dann machen wir es so. Und das war wunderbar. Habe ich jetzt nicht ganz so gesehen. Samantha spielt jetzt gerade Minecraft und meine Fresse, das ist immer gar nicht so leicht, wie man das denkt, oder? Das Spiel hat einfach kleine Fehler oder wie auch immer. Habt ihr eine neue Stadt angefangen oder was macht ihr jetzt? Nee, wir machen Battle. Ihr macht Battle. Und damit habe ich Level 3 geschafft, ab zu Level 4. Muss man was testen? Was ist, wenn ich das treffe? Auch gar nichts. Du musst nicht mich am werfen lassen, Oha. sondern den Boden abwerfen. Oh, komm schon. Kann nicht so schwer sein hier. Wunderbar. Habt ihr das gesehen? Voll drauf.
Ja, da war leicht, ne? Level 5. Ja. Ich bin ein Spezialist, hat man mir gerade geschrieben. Jawohl. Da ab zur nächsten Runde. Ab zur nächsten Runde. Super. Das läuft hier doch. Oh, das war zu weit. Das war zu wenig. Bisschen mehr Power. Und dann habe ich das. Das war Level 5. Apfel-Champion, ich habe das Spiel durchgeschafft und das war wunderbar. Damit sind wir zu lesen. Hier haben wir dennoch Hippies, meine Hippies-Spiele. Tiere lernen, Zahlen lernen, Memory spielen. Suchbilder, Farben lernen, Merkspiel, Puzzle. Genau für kleine Kinder und meine Hippies-Bücher. Genau wie kleine Kinder. Und richtig optimal. Ich habe hier ein Merkspiel. Ich kann mal das Merkspiel noch mal angucken hier, so ein kleines Rezeptspiel. Spiel starten. Wunderbar, das Nashorn ist da oben, da ist das, und unten ist der Affe. Was das ist, weiß ich nicht. Ein Kuckuck. Es fehlt der Affe. Spiel starten. Wir haben hier wieder den komischen Vogel da. So einer mit einem Apfel in der Hand und einen Hund. Und der Hund fehlt. Auf das nächste Level, jetzt haben wir drei weitere. Also wir sind aber Level 1, bestimmt sind es vier Dinge. Ein komischer Fuchs, ein Hase und ein Ding. Der Hase fehlt. Wir sind zu Level 2 aufgestiegen. Jetzt hat es einfacher. Ich weiß jetzt nicht, was daran Level 2 ist, muss ich ehrlich sagen. Es fehlt der hier. Das ist der Frosch bestimmt. Weiß ich nicht. Der sieht aus wie Kermit. Kermit der Frosch. Hallo, liebe Freunde. Nein. Ich weiß gar nicht, was jetzt da drin war. Der Nashorn? Völlig verpennt. Ja. Zurück zum Spielchenmenü. Das war auch gut. Das kann man auch gut anlernen. Es ist so ein kleines Videorätsel. Ja, mein Memory. Hier können wir nochmal zu Memory hingehen. Level 1 starten, spielen. Memo, ba, 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 ba. Spiel starten. Ach du Scheiße, ist das hier kurz. Der Hund, der Dings. Der Hund, der Hund. Der Fuchs. Löwe. Der Fuchs, der Fuchs. Hier unten ist dann das, die beiden. Und dann habe ich die beiden. Also Leute, ein Ticken schwerer hätte es sein können. Die Giraffe, der Dings. Wunderbar, da ist jetzt die Giraffe. Da ist der Löwe. Warum? Will ich nicht. Sehr schön. Ganz süß, Smaragde und so. Wir sind auch hier. Wir sind auch hier. Unentschieden. So schnell ging dann das Memory. Zurück zum Spiel. Man kann sich das hier alles mal schön angucken. Merkspiel, Puzzle. Ich kann noch mal bei Puzzle reingucken. Spiel starten. Und das ist dann der Puzzle. Und dann kann man hier. Ich jetzt. Also Freunde, ihr seht, das ist sehr leicht gehalten. Also, da braucht man einfach nur rauftippen, wie man es möchte. So, und damit werde ich mich verabschieden für das Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Eine kleine Anzeige von einer Hip-App. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und immer dran denken, wir sind nicht fix, nein, wir sind die Foxys. Game over.